Qualifikation gewonnen gegen Zechner. Ja, der Roman hat sich technisch sehr verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Er ist ein super Kurvenfahrer geworden. Hat hier schon einige Punkte gemacht, 2 Punkte vor 2 Jahren. Jetzt sehen wir einen Steilhang-Ausfahrt. Schauen, wie er die erwischt. Gut. Gut. Schön, er hat den Zug mitgenommen ins Flache. Wäre schön, wenn ein Österreicher da wieder eine gute Zeit bringen könnte. Und er hat sie gebracht. Ja, super. Das wird ja eine sensationelle Zeit. 1, 2 und 3. Gibt's das? Super. Ich glaube, ich kann es nicht sprachlos. Das ist ein echter Mannschaftsgeist, wie ihr euch freut über diesen dritten Platz. Ja, weil er doch schon sehr viel Berg gehabt hat und jetzt diese Leistung ist traumhaft, glaube ich. Ja, man kann es ihm wirklich vergönnen, der Roman, ehrlich. Einer der größten Pechvögel bei uns von den Verletzungen. Und Gott sei Dank hat er in Schweiz eine Aussage gedruckt. Das haben wir da in Österreich unter den ersten drei. Das ist wichtig. Und jetzt wird es aber ziemlich eng in der, im Kampf um den Weltmeisterschaftsplatz, um den offenen. Fahren wir halt 6 um, es spielt keine Rolle. Fahren wir da ausscheiden. Jetzt ist der Höfi draußen, jetzt ist der Zurbriggen draußen und der Pfaffenpichler. Aber dritter ist Roman Rupp aus dem schönen Lavantal. Ja, im Roman ist es wirklich zu vergönnen, was er schon mitgemacht hat an Verletzungen, an Enttäuschungen. Und ich war so überrascht, wie ich ihn gesehen habe, wie der Kurvenfahren heuer. Der hat da so einen Sprung gemacht, technisch, das ist unglaublich. Also, dass man das in der kurzen Zeit im Sommer über aufholen kann, das hätte ich mir persönlich nicht gedacht. So viel Tiefpunkten, nach so viel Pech, Verletzungen und so, endlich ein großer Erfolg und das noch auf der Streif. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das haben Sie gebraucht? Das habe ich wirklich gebraucht, weil die letzten Jahre waren echt nicht von Erfolg gekrönt. Da habe ich immer Verletzungen gehabt. Das ist halt ein wunderschöner Tag für mich. Haben Sie irgendwie daran gedacht, nach diesen großartigen Ergebnissen Ihrer Kollegen im Training, dass Sie vorne mit dabei sind, dass Sie der beste Österreicher sind, dass Sie am Siegerbild sind? Ja, nein, wir haben für die Zeitläufe war eigentlich immer vorne dabei, damit ich wusste, dass ich Skifahren kann. Aber nur im Rennen hat es bis jetzt nicht hingehauen. Und heute hat es endlich mal geklappt. Und das freut mich natürlich wahnsinnig, dass ich heute die anderen wieder rausgerissen habe. Roman, können Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich bin 24 Jahre und wohne in St. André im Lavantal und bin Skifahrer. Und ein guter, wie wir heute gesehen haben. Ja, heute das erste Mal ein guter. Das heißt also, Sie greifen jetzt noch im letzten entscheidenden Augenblick auch nach einer Weltmeisterschaftsqualifikation, denn da ist ja noch ein Platz offen. Ja, Mann, das ist jetzt ganz überraschend selber für mich. Ich war schon glücklich gewesen, wenn ich unter die 10 reingefahren wäre. Dass es Dritter wird, da habe ich selber nicht gedacht. Und die WM habe ich eigentlich schon am Anfang abgeschrieben gehabt, habe ich nie damit gerechnet. Jetzt schreiben wir es wieder dazu. Ja, jetzt ist wieder eine Funkenchance da, wenn wir sehen, wie es in Wengen geht.